Danke, danke. Ist schon gut. Ja, ja. Ja, halten Sie ein. Wenn Sie es übertreiben, glaubt das auch keiner auf YouTube. Sie müssen so ein bisschen im Griff behalten. So, herzlich willkommen zu meinen 45 Minuten, die Ihnen länger vorkommen werden. Ich freue mich, wenn ich noch einen Kaffee trinke, platzt mir eine Ader im Gehirn. So schön, dass Sie es... Es war ein 28. Ich bewege mich bereits in der Zeit rückwärts. So schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr in diesem... Ja, das ist wirklich mal das Unterhaus. Wunderbar. Es ist, merken Sie auch, dass es ein bisschen stickig ist? Es wird herrlich. Ich habe gerade an meinem Hemd gerochen. Ich locke bereits Schakale an. Deswegen fangen wir an. Ein feiner literarischer Abend. Viele Gesichter, die mich anstarren und denken, was? Egal. Reden wir ernsthaft jetzt. Wir müssen uns konzentrieren. Es hilft ja keinem, wenn ich das nicht tue. Möchten wir vielleicht gemeinschaftlich zuerst mal über diese Dinge reden? Ich sehe das ja in Ihren Gesichtern auch, dass sich hier massiv gefragt wird, warum trägt der ältere Herr eine Mütze? Nicken. Ich sehe viele nickende Gesichter. Können Gesichter nicken? Ich weiß es nicht. Und die ganze Peripherie auch. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen. Ich trage diese Mütze natürlich nicht, weil ich denke, dass es irgendwie schick wäre. Das ist klar. Schick ist was anderes. Ich weiß nicht was. Aber diese Mütze ist es nicht. Ich trage diese Mütze, weil ich schwitze. Ich schwitze auch, weil ich sie trage. Es ist ein Teufelskreis, sicher. Aber... Sie können sich das aber auch nicht vorstellen, wie das ist. Auf der Bühne ist es sehr, sehr heiß. Und wenn dann Fernsehen dazu kommt, jetzt bin ich noch eingeschminkt wie Bela Lugosi. Das ist ja alles, das findet ja unter der Haut statt. Und wenn das abgeschminkt wird, platzt so ein dicker Strahl daraus. Das wird jetzt in die Mütze umgeleitet, die jetzt bereits halb voll ist. Sehen Sie das? Können Sie das von da? Und ja, auch ich amüsiere mich jetzt schon besser als Sie. Das wird super. Und dann... Ernsthaft, können wir jetzt ganz kurz, sonst lasse ich Sie austauschen. Es täte mir leid, aber warum nicht? Ernsthaft jetzt, ich lasse Sie von der Kripo abführen, dass keiner versteht draußen, das ist eine völlig andere Sendung. So, die Mütze, reden wir bitte über die Mütze. Ja, ich bin ein bisschen albern heute, aber komm. Nein, ernsthaft jetzt, ich möchte mit Ihnen darüber sprechen. Irgendwo muss ich die Inhalte hintransportieren. Ich trage diese Mütze natürlich, weil mir immer sehr, sehr heiß ist auf der Bühne und ich bin damit immer gut gefahren. Das heißt, Sie sehen mich öfter und sagen, was ist das für eine komische Mütze? Aber ich schwitze zumindest nicht. Zumindest nicht für Sie sichtbar. Und das ist, damit fahre ich fantastisch, immer. Bis auf die Sache letztes Jahr im Süden. Ich möchte jetzt keine Städte nennen, aber ich erzähle es Ihnen trotzdem kurz. Es war hochdramatisch. Ich bin in den Süden gefahren, um bei einer kleinen TV-Aufzeichnung mitzumachen. Und ich bin gerne im Süden. Ich liebe den Süden. Finde ich fantastisch. Deswegen habe ich auch den Kicker da stehen. Sehen Sie das? So Süden und Fußball, da habe ich nichts mit am Hut. Ah, nein, ich mag den Süden sehr gerne, mit Fußball habe ich nichts am Hut. Das ist halt. Ich wollte damit sagen, dass wenn ich in den Süden fahre, meine ich jetzt nicht konkret München oder so. Meine ich nicht. Ich finde München toll. Ich verstehe halt den Fußball da nicht. Ich habe diese Schlagzeile gelesen im Kicker, wo stand, Bayern München spielt gegen Porto. Und mein erster Gedanke war, das ist ja wenig Geld, weil 780 Pfennig. Ich habe da wirklich keine Ahnung von. Aber ich schweife auch ab, hören Sie zu. Anders. Lassen Sie mich das kurz zu Ende erzählen. Sie, raus. Ich möchte... Nein, lassen Sie. Können wir das Licht, können wir es einmal komplett abdunkeln, bitte? Ich kann mich kein bisschen konzentrieren. Nein, bleiben Sie sitzen. Das war ein Spaß. Das war eine Metapher für, lass das Licht an. Ich möchte, Volker, Folgendes. Nein, ernsthaft jetzt. Ich bin nach München gefahren, um eine TV-Aufzeichnung zu machen. Ich freue mich darüber, dass ich solche Einladung kriege. Es war München und ich bin da sehr, sehr gerne. Es ist eine schöne Stadt. Und es waren draußen 34 Grad letzten Juni, sehr, sehr heiß. Und da komme auch ich an meine Grenzen. Und im Studio, wo aufgezeichnet wurde, waren es bestimmt 40 Grad, schätze ich mal. Und das ist dann auch zu viel für mich. Und dann habe ich gesagt, in kleinen Absprachen mit der Redaktion, Freunde,
Ich lege meine Auftrittsmütze ins Tiefkühlfach. Was eine gute Idee ist. Im Sommer können Sie das mit Kleidungsstücken machen. Machen Sie es nicht mit einer Hose, holen Sie sich einen weg. Aber so ein T-Shirt können Sie ins Tiefkühlfach legen und das ist dann morgens schön kalt. Machen Sie es nicht nass, das wird hart wie Arbeitsblatt. Aber wenn Sie es trocken reinlegen, kein Problem. Das habe ich dann gemacht, ich glaube für 7 Stunden. Das hatte sich alles ein bisschen verzögert. 7 Stunden lang lag meine Auftrittsmütze in diesem Tiefkühlfach. Und dann kommt ja so ein Regieassistent und der spricht ja, die sprechen ja eine spezielle Sprache. Die kommen zu dir und sagen hier, Zugriff. Der Adler ist gelandet, knickknack. Und dann musst du dich fertig machen. Und dann bin ich zum Tiefkühlfach gegangen, 1 Minute vor meinem Auftritt. Und habe diese Mütze auf meinen heißen Schädel gesetzt. Und mir sprangen so die Augen auf. Sie können sich das nicht vorstellen. Ich habe sofort alles, meine ganze Kindheit war wieder da. Das ganze Gehirn. Ich war hellwach, unfassbar. Und dann ging ich auf die Bühne und dann habe ich mein Buch aufgeklappt. Und während ich las vor laufender Kamera, fing die Mütze an zu dampfen. Und ich merkte das nicht sofort, denn Dampf wiegt ja nichts. Das ist das, was heute auch die jungen Menschen lernen, Dampf wiegt nichts. Und ich dachte mir auch nur, was sind die Leute so gelöst? Ich habe noch nicht ein Wort gesagt. Und dann, mir wurde erst klar, dass irgendwas nicht stimmt, als ein älterer Bayer in der ersten Reihe ziemlich laut sagte, jetzt fängt er an zu denken. Und da wusste ich, das war aber das einzige Mal, dass da was schiefgelaufen ist tatsächlich. Das ist das einzige Mal gewesen. Ansonsten trage ich die und ich trage die ganz gerne. Und ich werde immer mehr erkannt auf der Straße, was ganz charmant ist, aber ich bilde mir nichts drauf ein. Wenn man sich das überlegt, dass ich jetzt hier bin, so sag ich mal, im Tempel des politischen Kabaretts, ich bin ja nicht mal Akademiker, streng genommen. Nicht streng genommen, nicht. Streng genommen bin ich kein Akademiker, im Prinzip Professor, aber halt für Mettwurst. Nein, habe ich Schule, ganz normal Schule gemacht, im Ruhrgebiet Schule. In den 80ern im Ruhrgebiet Schule. Verstehen Sie? Schule. Mit Fächern wie Werkunterricht. Stunde auf eine Säge glotzen, gibt's eine 3. Schule. Richtig schön. Schule. Danach dann 15 Monate in Kriegsgefangenschaft in Hannover. Es war eine harte Zeit. Und dann habe ich von 1988 bis 1991 Herrenschneider gelernt. Ich bin tatsächlich gelernter Jahü. Ja. Sie sehen nicht so aus, oder wie? Wie erkennen Sie den Metzger? Reibt er sich mit Mett ein oder was? Totaler Bullshit. Kannst du als Handwerker aussehen, wie du willst. Das ist... Ja, ich könnte so einsickern. Herrlich. Jedenfalls, das ist ein Handwerk. Ein schönes Handwerk habe ich gelernt. Ich werde aber jetzt nicht dazu übergehen, Sie jetzt in irgendeiner Art und Weise zu belehren oder so. Das ist jetzt nicht so meine Baustelle. Sie müssen sich da keine Sorgen machen. Auch du nicht, junger Mann. Das ist ja alles viel besser geworden. Wir mussten ja früher... Ich bin doch vom guten alten Schlag, das kann ich ganz klar sagen. Und trotzdem, tragen Sie, was Sie wollen. Ich bin da jetzt nicht so der... Außer Kord. Kord kann ich Ihnen nicht empfehlen. Das hat... Sie müssen das selber wissen, aber Kord... Kord macht alt. Also im Prinzip kann man sagen, nichts macht so alt wie Kord. Außer Kord. Das liegt ja auf der Hand. Und das Alter selbst. Aber Kord beschleunigt das. Kord, Sie können sich das nicht vorstellen, wie alt Kord macht. In Texas... können 4-Jährige Branntwein kaufen, wenn sie eine Kordhose tragen. Und das ist... Anders. Lachen Sie nicht. Selbstverständlich habe ich mir das ausgedacht, aber es klingt doch ausgesprochen plausibel. Und ich möchte, wie gesagt, aber nicht belehrend auftreten. Machen Sie, wie Sie meinen. Ich selber, wie gesagt, ich bin, wie ich bin. Ich habe einen Sohn... Und ich möchte Ihnen gegenüber nicht belehrend auftreten, meinem Sohn gegenüber schon, das ist halt, ne? Liegt in der Natur der Kinder. Mein Sohn ist jetzt schon ein bisschen was älter und ein bisschen was älter, 27, studiert Maschinenbau. Nein, er ist jetzt 12. Sie finden Zahlen lustig, oder? Dann gebe ich Ihnen noch, pass auf. Warum haben Sie jetzt gelacht, gnädige Frau? Ja, jetzt können wir an der Stelle schneiden, dann mache ich jetzt eine ruckartige Bewegung, so, da setzen wir uns wieder rein. Nee, der ist 12, das ist... Ein ganz solides Alter, finde ich. Das ist der Arbeit bereits halbtags. Bitte? Nein, da haben Sie nicht mitgearbeitet. Nee, der ist 12 und er ist natürlich mein ganzer Stolz, ganz klar. Geht mir zwar auch total auf den Keks hier, genau wie hier diesen Smartphone, ich will ein Smartphone. Ich weiß nicht, wie ich den... Wir hatten das früher nicht. Smartphones, WhatsApp, Freundchen. Uns nach der Schule im Wald getroffen, eine Kuh angezündet, fertig. Ich weiß gar nicht... Das ist aber nicht das Thema. Es kann nicht das Thema sein.
Ja, stimmt doch, oder? Echt Smartphones. Ihr solltet euch lieber mal klar darüber sein, dass das eure Mütter und Väter, wenn ihr ein Smartphone habt, die können bis auf einen Meter genau sehen, wo ihr seid. Ihr seid alle anpeilbar. Ich glaube nicht, dass man sich das wünschen soll. Ich glaube auch nicht, dass ich es meinem Sohn wünsche, denn meine Mutter hat mich immer angepeilt, als ich 12 war. Ich hatte so eine Jeans vom Palomino mit so einem Glöckchen dran. Wissen Sie, wusste sie immer. Ich will das fast gar nicht aufmachen. Das führt so nichts. Die Zeit haben wir einfach nicht. Weinen Sie nicht. Es geht gleich weiter. Es ist einfach, ich versuche meinem Sohn einfach Wissen zu vermitteln, was es so gibt. Das ist ja klar. Es ist ja ein organischer Prozess. Und ich bin am Wochenende oft mit meinem Sohn unterwegs, falls Sie den kleinen Schachzug von mir verstehen. Ich bin alleinerziehender Vater, aber halt nur Freitag, Samstag, Sonntag. Und deswegen, dann bin ich mit ihm unterwegs und dann unternehme ich auch wirklich was mit ihm. Es ist mir auch wichtig, dass er was lernt. Und das bringt uns bereits jetzt zur ersten Geschichte, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Ich habe sie lange nicht vorgelesen, aber sie ist schön. Was ich immer machen wollte, war so ein Pult aufklappen. So, Hefte raus. Nein, ich mag das, es ist schön. Wissen Sie, ich lese eigentlich deswegen vor, weil ich es mal gelernt habe. Und ich könnte die Geschichten natürlich auswendig lernen und dann so tun, als wären sie mir gerade erst eingefallen. Aber es sind halt Geschichten, wissen Sie? Und Geschichten wollen vorgelesen werden. Hier ist eine. Fleischwurst. Ja, das ist Metzgerhumor. Fleischwurst. Sie ist etwas älter, wie Sie gleich feststellen werden. Gerade die Findigen von Ihnen, die besonders auf Zahlen abfahren, passen Sie auf. So, sage ich nicht ohne Stolz zu meinem 9-jährigen Sohn. So, mein Freund, exakt so. Und er staunt nicht schlecht. So, also sage ich, sieht eine Spielothek von innen aus. Das klingt jetzt erstmal erzieherisch bedenklich, aber man hatte ihm in der Schule erzählt, wir müssten unser ganzes Geld Griechenland geben. Und da dachte ich mir, zeig's dir mal, wo wirklich 24 Stunden am Tag Moneten vernichtet werden. Hier, Kind, sag ich, freuen sich Erwachsene darüber, wenn sie Geld in eine Kiste werfen dürfen. Die blinkt. Krass, erwiderte er, warum kaufen die sich nicht einfach einen Gameboy? Aus dem gleichen Grund, aus dem Schimpansen sich eine Banane mit Schale reinkloppen, Sohn. Weil sie es können. Plötzlich sehe ich aus den Augenwinkeln, dass eine Angestellte auf uns zugesteuert kommt. Kind, raune ich. Der Ernstfall tritt ein. Wir machen es, wie wir es besprochen haben. Sie können doch kein Kind mit hier reinbringen, legt die Frau auch sofort los. Das ist ein Spielsalon, das verstößt gegen den Jugendschutz. Gute Frau, sage ich. Welches Kind? Na, Ihr Sohn da. Das, erwidere ich, ist nicht mein Sohn. Das ist mein Schwiegervater. Er leidet unter Kleinwüchsigkeit und umgekehrt verlaufender Vergreisung. Mein Schwiegervater traut sich auch so schon kaum noch unter Leute. Ich meine, was würden Sie tun als 74-jähriger ehemaliger Diplom-Ingenieur? Man kann nirgendwo mehr hingehen. Alle glotzen einen an. Unerträglich ist das geworden. Die Frau starrt meinen Sohn an. Der nickt und sagt, so sieht's aus. Es tut mir leid, sagt die Frau. Es klingt ehrlich betrübt. Ist schon gut, lenke ich ein. Sie können nichts dafür. Was soll man auf den ersten Blick auch denken? Da steht ein Mann, der sein Leben gelebt hat. In Flicken-Jeans und mit Pokémon-Kapuzenjacke. Das alles nimmt uns sehr mit. Wir wollen nur ein bisschen Würde. Für ihn. Kann ich Ihnen einen Cognac bringen? Fragt die Frau. Ja, sicher, sagt mein Sohn. Wohl kaum, sage ich zu ihm. Denk an die Schmerzen in deinen Ohren. Hab ich nicht, sagt er. Kommt noch, sag ich. Aber ich nehme einen Cognac, füge ich hinzu, denn schon Platon sagte, sei gütig, denn alle Menschen, denen du begegnest, kämpfen einen schweren Kampf. Die Dame nickt und geht. Sie wirkt am Boden zerstört. Das essen Wale, sagt mein Sohn. Was sag ich? Platon, das essen Wale. Halt den Rand, Schwiegervater. Plötzlich klingelt mein Handy. Ich starre eine Zeit lang aufs Display, dann hebe ich ab. Hier ist deine Mutter, sagt meine Mutter.
Den Verdacht hatte ich schon, als das Display ein Bild meiner Mutter zeigte, zusammen mit dem Schriftzug Mutter. Und Peitschen knallen als Klingelton. Bist du mit dem Jungen unterwegs? Wenn ich mit meiner Mutter rede, bemühe ich meist den militärischen Sprachduktus, alles andere zieht das Gespräch nur in die Länge. Bestätige, sage ich. Seid ihr in der Nähe? Negativ, worum geht's? Habt ihr mir am Wochenende einen ganzen Kringel Fleischwurst weggefressen? Ach Gott, denke ich, was hätten wir denn sonst essen sollen? Meine Mutter ist finanziell gut dabei, aber bei ihrem Kühlschrank sieht's immer aus, als wäre Krieg. Sie kocht vorzugsweise Dinge wie Steckrüben. Da willst du nichts mit zu tun haben. Steckrüben schmecken, als würde es in ihnen spuken. Oder Kohlrabi. Roh geht Kohlrabi gerade noch, aber gekocht riecht Kohlrabi, als hätte dir ein depressiver Clown in den Topf gekackt. Ich mein's nicht böse, aber da lutsche ich lieber Batterien. Aber am Samstag lag da diese Fleischwurst und da fragt man nicht groß nach, da langt man zu, einen schönen Tag noch. Also sage ich, bestätige. Ja, dann ersetz sie. Heute Abend liegt die Fleischwurst wieder bei mir im Kühlschrank. Ja, Sir. Klick. War das Oma? Fragt mein Sohn. Ja, in der Tat. Wir müssen eine Fleischwurst kaufen. Aber wir haben doch kein Geld. Erinnere mich nicht daran. Rückblende. Also früher. Am selben Tag. In Dortmund. Vorm Karstadt. Vorm Karstadt hatte ein Mann mit einem kleinen, dicken Pferd gestanden und Futtergeld für den Zirkus gesammelt. Das Tier hatte sich überhaupt nicht bewegt. Siebenmal hatte ich zu meinem Sohn gesagt, ein ausgestopftes Pferd. Ist nicht ausgestopft, sagte der Mann mit der Sammelbüchse. Ja, aber es bewegt sich nicht. Der Pferd, sagte der Mann, der Pferd ist sehr lebendig. Das kam mir jetzt nicht so vor, aber grammatikalisch war der Satz erste Sahne, deswegen sagte ich, Beweise, wir brauchen Beweise. Wenn der Pferd frisst, bewegt er sich. Deswegen Geld für den Futter. Ja, hat der Pferd Münzeinwurf oder was? Hören Sie. Ich gebe Ihnen 10 Euro, wenn wir mal reiten dürfen. 100, sagte der Mann. Ich meine das nicht persönlich, entgegnete ich. Machen Sie einen Arsch auf? 20. Ich erhielt den Zuschlag irgendwann bei 38 Euro. Hopp da drauf, wies ich meinen Sohn an. Ich will nicht, sagte der. Das Argument kommt etwas spät. Steig auf den Gaul, blamier mich nicht. Ich schaffte es, das Kind auf den Pferd zu wuchten. Man sah aber direkt, Mensch und Tier hatten da jetzt nicht wirklich Bock drauf. So, fertig, wieder runter. Wie wieder runter, sag ich. Kind war auf Pferd. Ja, nee, nicht drauf sitzen, reiten. Sonst hätte ich auch einen Stuhl nehmen können. Das kostet keine 38 Euro. Macht er das im Zirkus auch? Lass da ein Bild vom Elefanten rumgehen oder was? Nicht reiten, beharrte der Mann. Jetzt ist er mal gut hier, sagte ich. Halt dich mal fest, mein Sohn. Ich gab der Pferd einen beherzten Klaps auf den Hintern. Und was soll ich sagen? Entweder hatten wir Pegasus im Eselskostüm oder von Alters her befindet sich in den Gesäßbacken von Huftieren ein sehr sensibler Turboschalter, damit sie und die auch mal ganz links auf der A2 mitmischen kann. Jedenfalls explodierte das Vieh nach vorn. Und das alles halt in den Karstadt hinein. Und schon an der ersten Schütte für Schlüpfer wusste ich, das wird nicht billig. Ich möchte hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, deswegen stattdessen einfach mal ein Spiel. Finden Sie Wortgruppen, die nicht zueinander passen. Winter, Eis. Biene, Honig, Hammer, Nagel, Shetland Pony, Rolltreppe. Es war nicht schön. Und ich bin jetzt lebenslanger Pater eines Ponys, das überall mit der Sackkarre gebracht werden muss. Und deswegen bin ich jetzt auch blank. Das ist der Stand der Dinge. Ende der Rückblende. Jetzt. Das ist jetzt. Nun stehen wir da. Kind und ich. Keine Knete, woher Fleischwurst für Muttern nehmen. Ich denke kurz nach. Immerhin bin ich nicht irgendein Blödmann, sondern Autor. Wenig später. Ein Metzger in der Innenstadt. Mein Plan ist klar. Kaufen kann ich hier nichts. Ich habe kein Geld. Aber um das zu verschleiern, muss ich einen unmöglichen Wunsch äußern. Kind und ich betreten die Fleischerei.
Guten Tag, sage ich. Ich hätte gern 3 gekochte Rinderschädel. Sowas haben wir nicht. Mein Sohn räuspert sich. Der Metzger kriegt's nicht mit. Also räuspert sich mein Sohn nochmal. Eine unangenehme Pause tritt ein. Der Metzger blickt mein Kind schließlich an und sagt dann: Na, kleiner Mann, möchtest du vielleicht ein Stück Fleischwurst? Draußen sage ich: Super, Kind, das machen wir jetzt noch 30 Mal. Dann haben wir den Kringel zusammen. Das ging auch genau 29 Mal gut. 29 Mal schnorrten wir uns mit dubiosen Fleischwünschen durch Dortmund, nur um an uns eine Wurst zusammen zu puzzeln. Ganz große Darbietungen waren das. Der letzte Metzger liegt etwas außerhalb. Wir gehen rein. Guten Tag, sage ich, hätte gern 2 Kilo frittierte Ziegenklöten. Der Metzger sieht mich an und sagt: Gerne, noch was? Scheiße, denke ich. Mein Kind beginnt sich zu räuspern. Der Mann beachtet ihn nicht. Also 4 Pfund Ziegenklöten, können Sie haben, ist ein Abfallprodukt, kostet nichts, sagt er. Eine längere Pause entsteht. Mein Sohn räuspert sich schon wieder. Dann sagt der Metzger: Was wollen Sie eigentlich damit? Womit, frage ich. Ja, mit den Ziegenklöten, das ist doch ganz schäbiges Gelumpe. Die spende ich, sage ich. An wen? Bedürftige. Welcher Bedürftige braucht denn eine Riesentüte Ziegenklöten? Mann, denke ich, was ist das denn für ein doofes Gespräch hier? Das geht hier doch gar nichts an. Und wenn ich die Klöten in Überraschungseierfolie wickle und vor der Waldorfschule verteile, ist das immer noch meine Sache. Was fragt er so viel? Hier muss was passieren. Ich remple meinen Sohn an. Der räuspert sich daraufhin sehr laut. Hat Ihr Kind was am Hals? Fragt der Metzger. Nein, sage ich, der mag nur sehr, sehr gerne Fleischwurst. Finde ich gut, sagt der Metzger. Eine der üblichen Pausen entsteht. Irgendwann hört man es merklich im Schädel des Mannes rasseln. Kleiner, möchtest du vielleicht ein Stück Fleischwurst? Mein Sohn nickt, Gott sei Dank, denke ich, läuft. Wie alt bist du denn, kleiner Mann? 74, sagt mein Sohn. Quatsch, sag ich. 9. Der ist 9. Was geht hier vor? Fragt der Metzger, der noch ein Stück Wurst in der Luft schwenkt. Nix, sag ich. Alles Knorke. Gib mir die Fleischwurst, sagt mein Sohn. So, sagt der Metzger, der entweder nicht gerne geduzt oder nicht gerne verarscht wird. Oder vielleicht sogar beides. Hier eure Ziegenklöten. Haut ab. Wir gehen zu meiner Mutter, klingeln und geben mir die Tüte mit der zu 80% fertig montierten Wurst. Zur Wiedergutmachung habe ich noch was Leckeres daneben gelegt, sage ich zu meiner Mutter. Das ist ja nett, sagt sie. Naja, denke ich. Wenn man die Klöten isst, wird das den allgemeinen Zustand nicht zwingend verbessern. Zu Kohlrabi passen sie aber ausgezeichnet. Dankeschön. Okay. Ja. Moment, sitzen noch. Das ist danke. Jetzt bin ich warm. Habe ich lange nicht gelesen. Naja, und jetzt, das ist schon cool. Jetzt mache ich schon TV-Aufzeichnungen. Früher immer so vor 4 Leuten. Und jetzt, das ist schon super, echt. Aber ich fühle mich nicht berühmt, da muss ich gar keine Sorgen machen. Ich kriege regelmäßig, immer wenn ich denke, ich bin der Größte, kriege ich einen über den Sack. Ich bin, und das ist wirklich wahr, letztes Jahr, wann hat die Bahn gestreikt? Als wir selbst gesagt haben, wir streiken jetzt für immer, bau alles abbauen, Schienen raus, wir streiken jetzt. Wann war das? Mai? Mai. Da war ich in Leipzig, was auch eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Auch wie Dresden, auch sind wunderschöne Städte. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und dann hatte ich da irgendwas zu tun und dann musste ich zurück und plötzlich streikte die Bahn. Und dann stand ich da und wusste nicht, wie komme ich nach Hause. Ich habe dann zuerst überlegt, diese Überlandbusse zu nehmen. Wie heißen die? Flixbusse? Ich weiß es nicht. Ich will keine Markennamen nennen. Sie wissen schon, diese Busse. 20 Euro. Klang gut. Aber ich habe diesen Bus allein im Internet gesehen und mir fiel alles wieder ein. Lorette Mar. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren. Ich bin da gewesen. 2 Mal, weil ich lerne ja nichts dazu. 2 Mal. Mit dem Bus nach Lorette für 199 Mark. Grafsreisen in Dortmund. Sensationell. Weißt du, schon der Flyer, der hat dir doch alles klar gemacht. Da stand dann, Busreisen nach Lorette und darunter dann 14 Tage Spanien, 5 Übernachtungen.
Zweimal. Aber diesmal habe ich mir gedacht, ich lasse das sein. Das hat alles keinen Wert. Ich habe dann tatsächlich, ich bin mit meiner Agentin übereingekommen. Nicht übereingekommen, aber ich habe meiner Agentin mitgeteilt, ich trampe. Weil ich ja ganz ehrlich bin, also ich bin getrampt und das hat gut funktioniert. Und dann landete ich am Rastplatz Hannover-Langenhagen. Ab da ging es irgendwie nicht mehr recht weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, Sträter, das läuft doch im Prinzip bei dir. Du kannst dich da einfach da hinstellen und trampen. Du kannst dich da hinstellen und sagen, komm. Ich habe mir auch eingebildet, das gebe ich echt zu. Sträter, die kennen dich doch alle aus dem Fernsehen, die kennen dich doch. Die kennen dich aus dem Fernsehen. Da sagt doch einer, guck mal, den kenne ich vom Nur oder so. Am Arsch. Sie können sich das wirklich nicht vorstellen. Ich war so, ne, wirklich, jedes Auto, das kam, wurde langsamer. Der Fahrer blickte durch die Scheibe, bekreuzigte sich und gab dann Gas. Ich habe da wie ein Ochse unfassbar lange gestanden. Jeder hat sich gedacht, wer ist der seltsame Typ? Der dicke Mützenschlumpf des Todes. Ich habe da gestanden. Mich erkennen die Leute immer nur, wenn es um nichts geht. Weißt du, wenn ich einkaufen bin, dann laufen sie hinter mir her und rufen, Jürgen Sträter, ich vergesse nie ein Gesicht. Sowas. Und ich Das passiert oft und dann sage ich, Sie haben zumindest zur Hälfte recht, wie kann ich dienlich sein? Und dann sagen die halt, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, aus dieser Serie, Sie sind da jeden Monat, wie heißt das nochmal? Die Anstalt, ich kenne das, die Anstalt. Mann, wie oft waren Sie schon in der Anstalt, Jürgen Sträter? Ich sage, Mensch, diesen Monat jetzt nicht mitgerechnet, noch nie. Aber was willst du da machen? Und dann sage ich halt, wissen Sie was, ich muss los, meiner Großmutter noch Kuchen und Wein bringen, entschuldigen Sie mich. Und dann gehst du 20 Meter und dann kommt plötzlich... Jetzt habe ich's, Günther Sträter, jetzt weiß ich, und dann... Ich bin ja in so eine Damenboutique gegangen, Leggings anprobiert, bis er weg war, weil der auch Angst kriegt. Aber ich habe, völlig andere Geschichte, ich habe da gestanden und getrampt und keiner kam. Es hat mich keiner mitgenommen und das hat mich irgendwie, ich dachte mir, was soll das? Ich meine, und dann wurde es diesig und warm und das ist leider alles wirklich wahr. Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Nach 4 Stunden habe ich die Mütze abgenommen. Ich bin noch nicht fertig. Das erste Auto hält an, macht die Scheibe runter und der Fahrer sagt zu mir, steig ein, Opa, regnet gleich. Mit dem bin ich nach... Kein Grund, sich irgendwie aufzuregen, aber... Ich weiß nicht. Es ist... Es ist irgendwie das Selbstbild, was man von einem hat. Plötzlich meint man immer, wenn man es braucht, wird einen erkennen oder man würde immer gut aus. Das ist ja alles falsch, das ist ja auch alles Blödsinn letztendlich. Ich denke ja auch immer nach, wie kann ich mich selbst optimieren? Mich interessiert Bekanntheit nicht so richtig. Ich freue mich, wenn Sie mich kennen, ist hilfreich. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Was ich gerne, also ich wäre gerne schlanker, was ja auch nicht so leicht ist. Ich versuche da ja viele Sachen um, also viel nicht. Also ich muss also... Ich trinke Wasser, wenn ich Durst habe. So, ich mache halt Sport, ja, bis dato mäßig. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe 7 Monate Yoga gemacht. Ich kann bereits die Figur stehender älterer Herr. Aber es wird tatsächlich unterm Strich nicht viel gebracht. Aber ich versuche mich ja auch selbst, man versucht ja doch, sich selbst zu optimieren. Übernehmen. Ich werde ja auch nicht jünger, ich merke das ja schon. Ich sage, ich möchte ja auch alt werden. Ich möchte alt werden. Ich möchte so alt werden, wie es geht. Ich möchte nur nicht morgens aufwachen, eine Korthose anhaben, dann hänge ich mich auf. Aber alt werden will ich ja. Und ich habe festgestellt, im Prinzip, es geht gar nicht mehr ohne Bewegung. Tatsächlich. Und entgegen, also ich fand Sport, wie gesagt, immer eher reizlos. Weil auch so Sachen wie Joggen, du schwitzt sofort. Was soll das? Ich meine, ich schwitze jetzt schon, ich bewege mich überhaupt nicht. Wo soll das hinführen? Aber ich habe dann doch irgendwann gesagt, Sträter, damit du auch für dein Kind noch ein bisschen länger da bist und überhaupt, das sieht auch nicht gut aus. Ich verdunkel laufend die Sonne. Ich möchte einfach Gewicht auch abbauen können. Und ich habe tatsächlich mit Sport angefangen, was uns zu einer Geschichte bringt, die Sie bestimmt noch nicht kennen, die aber sehr schön ist und auch ergreifend. Aber zuerst... Es ist eine fließende Bewegung. Danke. Wenn ich das jemals mit meiner Unterhose hinkriege, trete ich damit im Zirkus Roncalli auf und dann so, nun Thorsten Sträter. Schunzen, wissen Sie, wo Sie an? Habe ich einen Penis gesehen? Ich weiß nicht, habe ich jedenfalls... Es ist spät, Freunde. Möchte ich Ihnen diese Geschichte vorlesen, weil sie ja auch
aus dieser Geschichte. Ja, wieder nichts lernen. Aber es hilft nichts. Ich lese sie einfach gerne vor. Sporttagebuch. April 2014. Ich sitze auf meinem Balkon und blicke an mir herab. Aha, denke ich, so. Der Körper ist ein Tempel, sagte mal irgendwer. Das ist mein Körper auch. Allerdings sind die Templer wegen Eigenbedarf rausgeflogen, um einer florierenden Pommesbude Platz zu machen. Ich bin ein bisschen mopsig. Sport wäre gut. Ich erhebe mich und schaue in meinen Garten. Da, die Vögel. Umschwirren den Futterkasten, picken etwas Hirse, schlagen dabei ohne Unterlass mit ihren Flügeln. Nahrung und Bewegung. Bei denen stimmt die Balance. Ich werde es ihnen nachtun. Schön mit Protokoll. Ab morgen. Tag 1. Ach so, ich muss leider noch kurz darauf hinweisen, das ist der Text. Ich habe viele Texte geschrieben. Oder geschroben. Ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Ich schrob. Schraben. Man kennt auch den Plural nicht. Jedenfalls, ja, schrieb, ja, die Mainzer werden es wissen. Wenn es irgendeiner weiß. Es ist, bitte? Schrobte. Ist recht. Ich hinterfrage das hier im Ort nicht. Jedenfalls ist das von allen Geschichten, die ich so gemacht habe. Die Geschichte, und da bin ich fast stolz drauf, es ist mir aber auch unangenehm, die Geschichte mit dem absolut hirnverbranntesten und blödesten Schluss. Ich hoffe, Sie können das hier genießen. Tag 1. Ich sehe mich lange im Spiegel an. Ich trage nichts, bis auf eine seitlich aufzuknöpfende Jogginghose. Warum, frage ich mich, gibt es sowas eigentlich und wo habe ich die her? Wozu braucht man seitlich aufknöpfbare Klamotten? Damit die Hosenbeine beim Rennen dramatisch herumwehen? Sowas tragen doch nur Bekloppte. Ist aber egal, denn was ich da ansonsten im Spiegel erblicke, sieht ganz gut aus. Dann gehe ich einen Meter zurück. Dann 5. Nun sehe ich mich komplett. Ich hebe meinen Arm. Bizep, komm heraus. Nix zu sehen. Wo ist er denn? Geschmolzen, im Bein versackt, im Sofalin? Ich spanne stattdessen die Bauchmuskeln an. Der Effekt stellt sich sofort ein. Ich muss auf den Pott. Klasse. So geht's nicht weiter. Ab sofort. Training. Tag 2. Ich suche ein Fitnessstudio auf. Aber, obwohl ich in einer sehr ruhigen Siedlung wohne und das Studio nur 50 Meter entfernt ist, also in eben genau dieser ruhigen Siedlung, finde ich keinen Parkplatz. Drecksladen. Fahre nach Hause und gehe zu Fuß zum Studio zurück. Als ich erneut dort ankomme, wird gerade ein Parkplatz frei. Ich gehe heim und hole das Auto, damit ich später nicht latschen muss. Mitdenken ist Trumpf. Es ist der Geist, der sich den Körper baut, sagt ja auch Schiller. Ich betrete das Studio. Erwartungsgemäß riecht es wie in einem Puma-Käfig, den jemand an eine Kaffeemaschine gestellt hat. Außerdem sehe ich überall geschwollene Herren, die Gewichte reißen und dabei wie Gebärende kreischen. Alle, aber auch wirklich alle Bodybuilder, achten Sie auch mal draußen drauf, haben die gleiche Frisur. Die Seiten so auf 0,5 mm runterrasiert und oben so eine Art Topflappen. Das kann nicht meine Welt sein. Ich gehe nach Hause, gehe ans DVD-Regal, entnehme den Film Rocky. Tag 3. Meine Analyse des Filmmaterials ergibt: Der Boxer Rocky Balboa macht vieles richtig. Er trainiert mit dem, was da ist. Rocky joggt vor allen Dingen auch sehr viel. Ich lade mir das extrem motivierende Rocky-Fanfarengedöns-Filmmusikteil auf mein Telefon, ziehe Laufschuhe an, stecke mir die Kopfhörer ins Ohr, trete vor die Tür und drücke Play. Ich renne. Ich renne. Energie durchströmt meinen Körper. Dann recht abrupt Schwärze. Ich erwache irgendwann. Mein Gesicht blutet, ich liege auf der Straße. Ein Mann im Anzug beugt sich besorgt über mich. Grundgütiger, geht's Ihnen gut? Passt schon, sage ich. Ich habe mich wohl zu sehr ausgepowert. Sie zittert am ganzen Leib. Ja, sag ich, mir ist auch kalt. Hier, sagt der Mann, nehmen Sie meine Jacke. Machen Sie sich keine Umstände. Das sind keine Umstände. Mein Jackett ist seitlich aufknöpfbar. Gehen Sie weg, Sie Idiot, sag ich. Nein, sagt er, ich bringe Sie heim. Wo wohnen Sie? Ich benötige einen Moment der Orientierung. Dann weise ich auf meine Haustür und sage da.
Tag 4. Fazit heute, Rennen ist nicht so meins. Überhaupt baut man so auch keine Muskeln auf, dazu gehört schon echtes Training. Ich sehe mir nochmal den Film Rocky an. Dann rufe ich meinen Metzger an und ordre eine Schweinehälfte. Wie im Film werde ich sie aufhängen und weichboxen. Mein Metzger sagt, geht klar und legt auf. Die Lieferung kommt 4 Stunden später und besteht aus 92 Schälchen mit Klarsichtfolie, in denen sich rechnerisch, vermutlich tatsächlich, ein halbes Schwein befindet. Irgendwie ist es mir allerdings zu aufwendig, das alles mit grobem Garn zusammenzunähen. Ich rufe den Mann nochmal an. Hör mal, ich wollte ein ganzes Tier. Ich denke, ein halbes. Ja, aber komplett. Wo liegt das Problem? Es ist nicht ganz richtig, sagt der Metzger. Es ist ein halbes Schwein. Pass mal auf. Ich brauche ein vollständiges halbes Tier. Also klar, eine Hälfte, aber in einem Stück. Ach so, das dauert 3 Tage. Den Rest des Tages google ich. Thema Ernährung. Eiweiß wäre gut zum Muskelaufbau, erfahre ich. Und zu vermeiden wäre zwingend Zucker, Fett, Kohlenhydrate, Weißmehl, Reis, Kartoffeln und alles andere. Unbedenklich ist nur Holz. Tag 5. Ich habe zum Frühstück am Türrahmen geleckt. Und dann ein Hantelset im Internet bestellt. 18 Teile, knapp 50 Kilo. Dann fahre ich nochmal zum Studio. Projekt Eiweiß. Da brauche ich also eine Dose von. Hinter dem Tresen des Studios steht eine Frau. Sie ist fast schon absurd durchtrainiert und liest ein Buch namens Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich weise auf das Buch und sage, ich denke, in Paderborn werden Sie fündig. Sie blickt mich nur an. Führen Sie Eiweiß, sage ich. Hm. Die Dose da. Ist das Eiweiß? Hm. Nehme ich. Was haben Sie denn vor? Muskeln aufbauen. Dann nehmen Sie am besten Eiweiß. Ja, sage ich. Nehme ich. Sie müssen aber auch Sport treiben. Hm. Ich fahre Rad, sage ich. Ja, ich auch. Täglich 130 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit. Was, sag ich, wo kommen Sie denn her? Paderborn, sagt sie. Ich muss los, sag ich. Tag 6. Die Post hat das Paket mit den Hanteln geliefert. Es steht draußen am Postkasten. Leider kann ich es nicht anheben. Schade. Ich gehe wieder rein und befasse mich mit dem Eiweiß. Eiweiß aus der Dose wird damit beworben, dass man es quasi unbemerkt in das Essen mischen kann. Ich probiere es mit Nutella. Stimmt, funktioniert. Als nächstes probiere ich aus so einer Laune heraus, einfach nur mal zu gucken, so einen gehäuften Esslöffel Eiweißpulver pur. Ich möchte hiermit aus gegebenem Anlass die 3 schlimmsten jemals gekosteten Substanzen auflisten. 3. Platz. Der Kartoffelsalat von 2003, als ich nach 2 leer gegessenen Tellern registrierte, dass ich statt Mayonnaise eine Tube des Holzklebers Ponal im Kühlschrank lagerte. Platz 2. Der Tee, den man mir in der Apotheke schenkte und der sich aufgebrüht als ein Tütchen mit Grillkräutern entpuppte. Ich hatte 3 Tage lang sehr intensiven Stuhlgang. Eigentlich war es eher so eine Art tränenreiches Rodeo, aber es roch immer lecker nach Provence. Platz 1. Neueinsteiger. Reines Eiweiß. Schmeckt, wie man sich gefriergetrocknetes Hooligan-Sperma vorstellt. Löst sich in nichts auf, ist unglaublich teuer und staubt einem die halbe Hütte voll. Ich verstreue das Zeug in meinem Garten. Immerhin, den Vögeln scheint zu schmecken. Tag 7. Das halbe Schwein wird angeliefert. Mein Metzger stellt es mir per Sackkarre neben den Hantelkarton und wünscht mir anzüglich viel Freude damit. Ja, sicher, sage ich. Ich gehe in die Wohnung und mache mich warm. Steck mir die Kopfhörer ins Ohr, drücke Play und trete vor die Tür. Da ist die Sau. Der erste Schlag muss immer aus der Hüfte kommen. Nimm das Schwein, schreie ich und lasse meine Faust auf das tote Tier krachen. Tag 83. Der Gips kommt ab. Das halbe.
Das halbe Schwein war tiefgefroren. Ich habe in den letzten Wochen die Wohnung nicht verlassen und stelle draußen fest, das Schwein ist auch mittlerweile wieder aufgetaut und besteht jetzt echt nur aus 92 Teilen. Immerhin, niemand hat die Hantel geklaut, ist mein Lieblingswitz, haben Sie nichts mit zu tun. Hier könnte die Geschichte gut vorbei sein, ist sie aber leider nicht. Am Abend sitze ich wieder auf meinem Balkon. Ich habe alles versucht und nichts hat funktioniert. Klar, mein linker Unterarm hat durch den Gips deutlich abgenommen, aber das war jetzt nun nicht das Ziel. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen depressiv. Ich schaue wieder in meinen Garten. Die Spatzen fliegen auf. Einer landet auf dem Balkongeländer. Er ist sehr muskulös. Ich bin noch nicht fertig. Ich gehe rein und hole meinen Rasierer, um dem Spatz eine passende Frisur zu machen. Wenn er sich wehrt, werde ich mal versuchen, ihn seitlich aufzuknöpfen. Dankeschön. Vielen Dank. Noch einen Schluck Kaffee, dann müssen wir schon. Der Kaffee ist kalt. Danke. Ich glaube, der Kaffee ist kalt. Ich glaube, die Zeit ist auch rum. Was bleibt? Ja, das ist schön. Sind wir beim Kochduell? Lecker. Ja, Sie müssen zurück in Ihre bürgerlichen Leben. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich kann Ihnen leider zum Schluss jetzt auch keine Weisheiten oder so mitgeben. Natürlich war das alles Amüsement. Ich kann Ihnen da jetzt auch nicht mit dienen. Ich versuche ja dauernd Dinge zu schreiben, wo ich dann sage, gib den jungen Menschen eine Lebensweisheit mit. Ich weiß es doch auch nicht. Hier. Augen auf beim Eierkauf. Ich weiß es nicht. Also ich versuche da... Was soll ich Ihnen schon mitgeben? Gib immer 100%, außer beim Blutspenden. Ich weiß es nicht. Oder... bin ich so der Typ für Weisheiten. Es tut mir leid. Bedenke, auch Arme haben Beine. Oder... Ich weiß es nicht. Ich könnte... Das ist alles Quatsch. Nee, eine habe ich für euch Jungs. Die kann ich tatsächlich mitgeben. Deswegen ist mir es heute so schwer gefallen. Ich habe immer Hemmung, die Geschichte mit der Fleischwurst zu lesen, weil meine Mama vor 2 Jahren gestorben ist. Und ich mache mich ja lustig über sie in der Geschichte. Und deswegen habe ich immer so eine Hemmschwelle. Aber sie mochte die. Und dann, also doch, eins habe ich. Die einzige Botschaft, die ich vielleicht habe, ist gerade für euch zwei Jungs hier, hört auf eure Mutter. Ich weiß, das ist nicht leicht, gerade in dem Alter, wo man sich denkt, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das bleibt auch so. Aber... Aber macht es trotzdem, weil ich weiß ja, wie es ist. Es ist immer bei uns allen da. Du kannst von links nach rechts gucken. Es ist immer das gleiche Prinzip gewesen. Befehle, die wie Tipps klingen. Es bleibt gleich. Immer. Seit 1000 Jahren. Merkt euch die Regel. Wenn deine Mutter mit dir spricht, das erste Wort im Satz ist dein Vorname, dann hat der Arschkirmes. Wenn du das weißt, reicht es. Sei auf der Hut. Und hör auf deine Mutter. Irgendwann kannst du es nicht mehr. Ich habe das immer gemacht. Immer. Meine Mutter echt, die kam dann immer so, Thorsten, und so, oh. Thorsten, wenn du schon bei mir zu Besuch bist und meine Toilette benutzt, dann benutzt doch bitte auch anschließend die Klobürste. Ich habe das immer gemacht. Klar, es hat sich dann entzündet, ich konnte 3 Tage lang nicht sitzen. Trotzdem, hör auf deine Mutter, was soll ich sagen, mehr habe ich nicht für sie. Volker. Mach das Licht aus.